Siehst du nur, wie Link so übers geschlossene Tor geschmissen wird. Das wäre lustig. Du tapferer Jüngling. Wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Wow. Erreicht das hier echt schon Fallout-Territorium? Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg. Das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Ach Quatsch, das wird schon. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen. Und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich. Und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ach, wie können wir jemanden enttäuschen? Ach ja, ich glaube, an der Stelle mache ich aber noch einen kleinen Exkurs Richtung Farm. Immerhin, da kriegen wir auch noch ein nettes Lied und eine Flasche. Wenn wir alle drei super Hühner finden. Das klingt auch irgendwie falsch, wenn man das mal so ausspricht. Mann. Manchmal nerven die langen Haare. Ah, perfekt noch tagsüber. Ah, okay, der Baum war kein Baum mit Spinne. Naja, schade. Aber die meisten Spinnen, die es hier gibt, die werden wir eh erst später holen können. Naja. So, dann geht's erstmal wieder zu Talon. Mit seinen drei Superhennen-Hühnern, weiß ich nicht. Oh, was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Ich wollte schon gerettet hast sagen. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Aber ja. Bis 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie! Und ich finde echt klasse, dass man hier gut beobachten kann, anhand deren Schatten, wo die hinfliegen. So, das ist eins von ihnen! Such weiter! Schnell! Zwei musst du noch finden! So. Ist halt nur doof, dass sie sich hier echt verdammt gut vermischen. Wieder eins! Jetzt kommt's drauf an! Eins fehlt noch! Ja! Wow, unglaublich! Du hast ein gutes Gespür! Du hast sie tatsächlich alle gefunden! Komm her zu mir! Ah, Mann, diese Stimme geht echt auf den Hals. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest. Ah? Naja, so gesehen, kann ich an der Stelle nur sagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Marlon Link heiraten wird. Also in der richtigen Zeitlinie natürlich. Also daher sage ich einfach mal ja. Ahahaha, war doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Longlong-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert? Kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen.
Milch. Diese Milch ist lecker, erhält 2x4 Herzen. Ja. Und man kann sie natürlich auch auf C legen. Und ich würde sogar sagen, für so einen 3-Herz-Durchlauf ist die Milch tatsächlich das beste Heil-Item, was man sich holen kann. Mit der Fee natürlich. So. Damit können wir uns dann gleich, glaub es war, erstmal die größere Geldbörse holen. Die versuchen es eher ohne Scheiß immer wieder. So, hallo Marlon. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Ah, Lilly hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Wollte ich auch gerade machen. Sorry. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Oh ja, sehr süß. Und sie haut ab. Es scheint, hat Epona Angst vor dir. Ach Quatsch. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Ja, unbedingt. Guck mal, ich bin zu weit weg. Warum geht Link immer einen Schritt zurück? Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Also aus heutiger Sicht muss ich echt sagen, das ist eine grauenhafte Gesangsstimme. Aber ja gut, mit damaliger Technik klang es eigentlich meistens ziemlich cool. Du hast Eponas Lied erlernt. Und auf einmal hat mich das Pferd gern. Eponas Lied ist schön. Oh ja. Jetzt verfolgt mich das Pferd auch. Schade nur, dass man hier als Kind noch nicht auf Epona aufsteigen kann. Aber naja. Dafür gibt's das in Majora's Mask. So, und ansonsten gäb's hier noch ein Herzteil, aber wir sammeln ja keine Herzteile, weil das ist ja nur was für Casuals. So, dann gehen wir langsam mal wieder Richtung Kakariko. Und ich wäre ja echt fast schon gewillt, hier die ganze Zeit zu sidehoppen, um die, um den Laufweg ein wenig zu verkürzen, weil das ja minimal schneller ist. Aber, och, lieber nicht. Ich glaube, da würdet ihr mir nach einer Minute abhauen. Von der Geräuschkulisse zumindest. Die Skelette. Ja gut. Dabei sind das noch die harmlosen Skelette. In den Dungeons als Erwachsener sind dann die großen Viecher. Und die haben dann auch ein Schwert und Schild. Guten alten Stalfos. So, was können wir hier aktuell noch machen in der Nacht? Natürlich können wir uns die Hymne der Sonne holen. Aber auch nur auf dem Friedhof. Und dann können wir hier auch mal des Tags drüber gehen. Naja, was ist da drüber gehen? Durchgehen, ich meine. Über einen Markt kann man drüber gehen, sozusagen, aber
Das hier ist ja nicht wirklich ein Markt, das ist einfach nur ein Dorf. Naja, eine Siedlung würde eher treffen, aber man bezeichnet es hier als Dorf. Ja, was ich vergessen habe. Hier rechts an der Wand ist noch eine goldene Spinne, die ich mir noch nicht holen kann, weil ich noch keinen Bumerang habe. Aber naja, das wird auch noch. Auch schönes Grab, dass man es einfach schänden kann, indem man da ein Lied spielt. Ich hab mich schon gewundert, als was rennst du denn da gerade an? Rad rum, Nadine. Dann ist mir aufgefallen. Ah! Zorro! Regen. Ja, aber nur temporär. So, das Königsgrab. Watch out! Bitte gib mir keinen Copyright Strike dafür. Hey! Was? Na, geht doch. Link springt tot. Das wär's gewesen. Ach, Link springt und dann tot. Das wär's gewesen. Ja, hätte irgendwie was. Ich meine, hey, in Breath of the Wild kann es ja schließlich schnell passieren. Da hat man ja ordentlichen Fallschaden. Aber hier, eher Minus. So, da schleiche ich jetzt mal gekonnt dran vorbei. Aber der sieht mich trotzdem noch, der untote Trockenfleischpenner. So stelle ich mir vor, wie die da rumkreischen, die Zombie-Viecher. Ach nee, ja, stimmt. Dieses Gedicht wurde in Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht ist schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Und die trifft man tatsächlich in Majora's Mask, was ich cool finde. Es wird Zeit, die Flasche Eistee aufzumachen. Ich werde bösig. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Wuhu! Wir können es Tag und Nacht werden lassen. So. Prost! Bäh. Ich muss zugeben, je mehr man sich an den Geschmack gewöhnt, desto beschissener wird er. Ich glaube, ich muss mir echt mal wieder irgendwelchen besseren Eistee holen. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Ach, nice. Das ist auch eine Mechanik, die ist mir irgendwann mal sehr zufällig aufgefallen. Als ich dann wohl hier irgendwie, keine Ahnung, seltsam in der Ladezone stand und die auf einmal alle weiß aufblitzten, die Zombie-Kollegen.
So, wo haben wir hier guten Blick auf einen? Ich glaube, ah, da den sehen wir gut. Spielen wir jetzt... Ja, danke dafür, Link. Spielen wir jetzt nämlich einmal dieses Lied. Paralysieren wir diese Kumpel mal einfach. Schon sind sie harmlos. Naja, vorausgesetzt, man schlägt sie nicht. Und in die grüne Pampe hier würde ich auch versuchen, rauszubleiben. Weil... Ach, wie gut, dass jeder weiß, grüne Pampe, was für ein Scheiß. Das muss man sich dabei echt merken. So, jetzt haben wir es hier Tag und wir dürfen keine Gräber mehr verschieben. Regt sich der kleine Pups da drüben auf. Hi, Pups. Kleine Kinder dürfen auf der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders gruselig aus, oder? Oder gruselig, bäh. Nö, vor allem nicht mit der Glatze und der Locke auf der Stirn. Aber naja. So, nun ist es Tag und wir können hier einer, ja, Hühnerdame einen Gefallen tun. Meine Hühner sind davongerannt. Bitte fangen noch 6 weitere. Okay. Ja, machen wir das mal, ne? Hühner fangen. Wie auch immer sich die Quest ausgedacht hat, der hatte ein Konzept von spaßigen 3D-Spielen. Minispielen. Na komm, bleib stehen, Huhn. Aber irgendwie fehlt hier gerade auch die Hintergrundmusik. Da gönnt sich Nadi noch ein Battle Royale. Wer mag wohl heute der Sieger sein? Auf die Hühner! Oh. Ach ja, hier oben stimmt ja. Wundere mich schon, wo ist hier das Huhn hin? Aber da ist es ja zum Glück. Und ich glaube, Lorena Zorro bringt dir kein Glück, Nadi. So, und das Huhn ist natürlich wieder zurückgerannt. Nee, der mag mich nicht. Los, Zero, hol dir das Medikit. Ah, jetzt holt sich der... Oder auch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Berserker sich jetzt noch das Medikit holt. Aber naja. Schade. And the winner is... Yay, ich hab gewonnen. Yay. Naja. Schade, dass es nicht einer von euch gewesen ist. Zugegeben, die Punkte, die muss ich noch, ja... Ich muss mir da auf jeden Fall noch was einfallen lassen, weil im Endeffekt sind die Punkte, die man da ja sammelt, dafür gemacht, dass man sich unterschiedliche Avatare damit kaufen kann. Und ja, ich finde das Konzept dahinter irgendwie ein bisschen doof. Naja, ich muss mal tatsächlich echt mal gucken, was ich da so großartig mitmachen kann. Das tun wir hinter dem Zaun, okay. Auf jeden Fall, da lässt sich so einiges mitmachen und naja. Ich brauche auf jeden Fall noch ein besseres Konzept dafür.
ich sag mal, den Original-Standard-Mannequin, was man da benutzt, den habe ich aus nicht sehr weiser Voraussicht gelöscht, weil er mir nicht gefallen hat. War auch so eine Tat, warum habe ich das gemacht? So, dann holen wir uns mal das Hühnchen, das hier hinter dem Zaun rumrennt. So, und bloß nicht ins Loch fallen, dann sind die Positionen der Hühner nämlich alle wieder resettet. So, du gehst dahin, Huhn. Und wir holen uns noch eins da von da oben. Ah, cool. Shantai im Dark Mode. Aber irgendwie ist die Haut durchsichtig. Das finde ich komisch. Da muss ich auf jeden Fall noch was dran drehen. Ich meine, ohne Scheiß, warum wird Shantai durchsichtig, wenn sie böse ist? Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube, ich würde gerade echt gern mal wissen, wie ihre Animation überhaupt aussieht, wenn sie angreift. Ich starte einfach mal einen Battle Royale. Oder einen Bosskampf? Na, kein Bosskampf. Einfach einen. Ach, 10 Minuten, kein Ding. Dann machen wir es mal anders. Machen wir einfach nochmal ein Battle Royale. Ich will Shantai mal kämpfen sehen. Immerhin, die greift ja mit ihren Haaren an. Und das finde ich schon irgendwie cool. Oh, interessant. Neppy scheint auch weg zu sein. Ah, danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Da-da-da-da. Eine leere Flasche. Platziere die Flasche auf C, um sie einzusetzen. Oh, wer diesmal gewinnt, ist eindeutig. Gut, dann haben wir vorerst auch fast alles, was wir hier gebrauchen können. Boom, und da wurde Berserker mit der Macht von Nadis Haaren zerfleddert. Oh ne, das war ich. Der Berserker läuft da ja noch rum. Na dann. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Da-da-da-da. Die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Und GG Nadi für den Sieg in diesem Battle Royale mit Shantai, deinem eindeutigen Glückscharakter. Nennen wir es mal so. Juhu. Freut mich. Aber irgendwie schade, dass die anderen AFK zu sein scheinen. Naja. Lurker sei, wer Lurker ist. Oder so. Ich werde auf jeden Fall keinen outcallen, wenn die Lurker lurken wollen. Sind's halt die Lurker, die lurken. Oder so. Und schön, wie die Hühner sich hier wieder verteilt haben. Hallo. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Ein blöd Mann. Guck mal hier. Oh, das scheint... In der Tat ist es Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Cludo. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ah, was ist das denn für ein seltsames Vorhaben?
Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem stärkeren Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Arbeit. Ja, die Masken, die haben auch jeweils ihre Eigenheiten, sag ich da nur. Aber da muss man echt noch Data Mining oder so betreiben. Irgendwann habe ich nämlich herausgefunden, die Hasenohren, die man tragen kann. Die haben den angenehmen Nebeneffekt, dass dann des Nachts keine Skelette mehr spawnen. Und da hüpft der Berserker in die Luft. Finde ich nett. So, hier hat man noch eine Skulltula, aber an die kommen wir gerade nicht. Keine Bomben. Und da oben dieses Herzteil, das sollte man ursprünglich eigentlich auch nur als Erwachsener erreichen. Aber da gibt es auch gute Mittel gegen. Yay, GG, Berserker hat die Teile gesammelt. Ich glaube, da muss ich mir echt noch ein eigenes, was Eigenständiges reinbauen, weil der Stern, der ist original, aber ich weiß nicht. Also der ist von der Software selbst gestellt. Da werde ich wahrscheinlich auch noch gucken. Oh ja, ich kopiere mir den Stern, klebe dann einen Kirby drauf und dann lasse ich den da durch die Gegend drehen. Wäre bestimmt auch cool. So, willkommen in Goronia. Den Großen da, den werde ich erstmal nicht aufhalten. Er haut mich sicher um. So. Ich glaube, den Text von wegen Person X fand 5 Teile, den werde ich auch noch ändern. Diese Vergangenheitsform, die klingt irgendwie doof. Hey, Darunia! Fürst der Goronen oder so. Anführer, genau. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Der Führer der Goronen, ja nee, also, so wie der gerade klingt, ich glaube, ich mag den nicht. Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Yay. Wir sind zu stolz. Wir sind zu stolz. Na gut, dann borg ich mir hier mal das Feuer aus. Mein, hier gibt es ja schließlich auch noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen.
3 und 4. Boah, juckt. Mann. Immer dieses Jucken. Boah, kennt ihr das? Vor allem, wenn sich das so ekelhaft tief anfühlt, dass man nicht weiß, ob das jetzt das Ohr ist oder irgendwie gefühlt ganz, ganz, ganz tief hinten im Mundraum oder so. Ja, schwer zu erklären. So. Willkommen. Und theoretisch könnten wir uns hier jetzt eine Coronenrüstung kaufen, wenn wir genug Geld hätten und erwachsen wären. Aber naja. Wir haben sie nicht und wir brauchen sie auch noch nicht. Aber Hauptsache, man kann sich hier jetzt Feuer klauen. Denn wir bauen uns jetzt mal eben schnell eine Abkürzung zurück in den Wald. So, immer schön die Stäbe wieder wegstecken, dann braucht man auch keine verschwenden. Bei mir fällt jetzt auch nur ein Lied ein, welches dem mürrischen Goronen-Anführer, und ich sag bewusst Anführer, die Laune verbessern kann. Und das ist bestimmt nicht der Pleitegeier da. Willkommen, ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Clodo. Hör mir gut zu! Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heiligen Lichtungen finden. Die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Nein, musste ich nicht wiederholen. Ja, beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Lass dich auf dein Gehör, und das ist hier auch die Mechanik, die, man soll zu den Durchgängen gehen, und da, wo die Musik weiterhin zu hören ist, ist dann ein Durchgang. Aber mal ganz ehrlich, jeder, der Zelda mindestens so oft gespielt hat wie ich, der kennt die verlorenen Wälder auswendig. Okay, um fair zu sein, man muss das Spiel wahrscheinlich noch nicht mal halbwegs so oft gespielt haben wie ich, aber trotzdem. So, hier gibt's wieder Händler. Und da fällt mir auch gerade ein, ich brauche die Nüsse. Und die Schleuder kann ich, glaube ich, auch erstmal wieder auspacken. Aber die zwei Händler hatten leider nichts wirklich Interessantes. Aber naja, Hauptsache, sie greifen schon mal nicht mehr an. Hey, listen! Eule! Ja, die Eule, in der Tat. Na 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 na. Entschuldigung. Aber den konnte ich mir jetzt ebenfalls nicht verkneifen. Oh, und der Wolf, naja. Eigentlich hätte ich jetzt nur einen Treffer gebraucht, hätte ich richtig getroffen, aber Profi-Effekt, man kennt's. So, und hier rotzen natürlich die Waldjungs wieder rum. Gucken, ich glaube, ich nehme hier für den Weg einfach mal wieder den Schild. Die mit dem roten Laub, die sind leider auch nicht so human wie die mit dem grünen Laub. Das finde ich echt schade. Die muss man dann echt leider töten. Die armen Laubkerle. Aber naja. Es sind ja die, die es so wollen. Hey! Ach, ich mag den Song. Da habe ich mir früher auch immer so schön Spaß mit gegönnt.
Da hat sich meine Mutter immer gewundert. Hm, wie machst du es, dass Link mit dem Schild in der Hand in die Szene reingeht? Ja, man muss einfach mit dem Schild in der Hand in die Szene reingehen. Habe auf dich gewartet, Ludo. Es ist die heilige Lichtung. Mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Könnte die Verdauung sein. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Inklusive die Verdauung. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ja, aber unbedingt. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Erlogen! La 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 la. Wie wunderschön! Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es! Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ich hätte an der Stelle wahrscheinlich eher gesagt, mein Lied, weil, wie gesagt, von sich selbst in der dritten Person auszusprechen, das ist irgendwie seltsam. Ich meine, sie hätte ja sagen können, ich hab's nach mir benannt. Doppelpunkt Salias Lied oder so. Aber nein. Es wird so geregelt. Und so haben wir Salias Lied erlernt. Ja, so wär's im Prinzip ja auch gegangen. Weil mir wieder mal wegen einer Unachtsamkeit ein Viertelherz fehlt, muss ich erstmal in eine Feenquelle rennen. Apropos Feenquelle. Falscher Knopf. Wir haben ja noch eine leere Flasche. Die werde ich gleich auch mal füllen. Mist, die brauche ich ja auch noch. Und ich finde das mit dem Controller hier gerade ehrlich gesagt ein bisschen irritierend. Die Schultertasten, wir haben L und wir haben R. Dann haben wir Z hier unten und dann haben wir Z hier unten. Das ist echt seltsam, wenn man dann auf R drücken will, um die Seite zu wechseln, aber dann auf Z drückt und dann im Prinzip die linke Seite wählt. Und ich glaube, an der Stelle werde ich einfach mal zwischenspeichern, weil, weil wir es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Rücken, ey. Mann, nur ein Millimeter hat gefehlt und dann wäre ich drin gelandet. Ah, schade, schade. So, eine von euch stecke ich mir noch ein. So für den Gebrauch zwischendurch. Also gefühlt, wenn man mal bedenkt, dass Feen in Flaschen echt so gehandelt werden. Kann es sein, dass Feen als Drogen verkauft werden? Ich meine, hey, sie verlängern ja eindeutig das Leben irgendwie. Also ist es schon irgendwie eine positive Droge. Also wenn ich jemals irgendwie selber zu meinen eigenen, dazu kommen sollte, mein eigenes Zelda zu programmieren. Feen werden auf jeden Fall auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Da kann man mir sagen, was man will. Da gehören sie hin. Clodo! Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Und nein, du musst dich nicht wiederholen.
Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Ja, ich weiß. Oder man holt sich das Lösungsbuch ran und guckt sie danach, oder man merkt sie sich einfach. So wie es mir nach und nach passiert ist. Naja. Hey, da na 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 na. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss links und rechts an der Seite noch was wegschneiden und strecken, weil da manchmal ein paar Sachen offen bleiben, die eigentlich wahrscheinlich weg sein sollten oder so. Keine Ahnung. Ach, allgemein gibt's hier noch ein bisschen was zu bearbeiten, wenn ich mal allein bedenke, dass die C-Knöpfe dort neben meinem Kopf, die sind auch nicht wirklich rund, also so hundertprozentig rund. Aber es fällt zum Glück nicht wirklich auf. So, Darunia, bist du bereit, aus den Socken geschossen zu werden? Das ist niedlich, ey. Oh! Wow! Das groovt! Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat! Groovy! Let's dance! Man könnte den echt für so einen Devil May Cry-Announcer halten. Wow, cooler Sound! Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten, ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goroden. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den Relais, den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist, Bro. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhlen vertreibst. Höhle vertreibst. Bäh. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk. Der Goronen. Ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Natürlich müssen die einen sagen, dass es mit A passiert. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A auf. Na gut, wenn man sich umdrehen will und dann sowas passiert. Na gut, wir können jetzt schwere Sachen heben. Es öffnet wieder viele Möglichkeiten. Unter anderem, wie gesagt, das eine Herzteil. Das ich eben angesprochen habe, was da über dieser Höhle am rumliegen ist. Ich denke nämlich gerade, weil Nintendo sich damals mit dreidimensionalen Bewegungen noch nicht so ausgekannt hat, sind so welche Sachen nämlich passiert. Also theoretisch müsste ich echt mal zu allen möglichen Bossen in Zelda irgendwie Notizzettel in meine Lösungshefte packen. So welche Post-Sticket-Notes oder wie die Dinger heißen.